Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem neuen Kurzinterview, diesmal mit Wheel of MMA Fighter Abdulgaha Tajik. Grüß dich. Hey, servus. Du kämpfst am 2. Oktober in Nürnberg. Wie laufen aktuell deine Vorbereitungen? Oh, die Vorbereitungen laufen richtig hart. Wie oft trainierst du pro Woche? 7 bis 8, mehr und weniger. Das heißt, einmal pro Tag oder hast du Tage, an denen du frei hast quasi? Sonntag habe ich frei und sonst ganze Woche Vollgas. Gibt es in deinem Training eine Einheit, die du am wenigsten magst, wo du deinen Coaches am liebsten sagst, hey, können wir darauf nicht verzichten? Ich denke mal Krafttraining halt. Ja, das hört man öfter tatsächlich. Das sagen mehrere. Ja. Ja, ihr kennt doch Anatoly ballert richtig. Wenn du jetzt deinen Gegner hast, du weißt ja, gegen wen du kämpfen wirst am 2. Oktober, setzt euch richtig da zusammen, schaut ihr euch seinen letzten Kampf an und analysiert, bereitet ihr euch explizit auf ihn vor oder macht ihr quasi eine allgemeine Vorbereitung und lasst es dann auf euch zukommen? Manche Leute, die studieren Gegner, aber bei mir ist so, ich bereite mich für alles einfach. Also ich mache einfach mein Ding und ich bereite mich für alles vor. Fokussiere nicht auf einen, also zum Beispiel Boden oder Stand. Bei mir alles, was in dem Moment vorkommt. Ich gebe mein Bestes einfach und schaue ich mal, was rauskommt. Wie bist du eigentlich zu diesem Sport gekommen? Ah, gute Frage. Also von mir, also eigentlich Familien und so unterstützen viel zu viel, aber weil die mögen Kampfsport. Die lieben Kampfsport, deswegen, als ich anfangs den Kampfsport gemacht habe, Familie haben das viel gepusht und viel unterstützt. Die haben gesagt, ja, irgendwie die haben gezwungen, in den Kampfsport zu reingehen, weil bei uns in Familie ist so, Kampfsport ist ein sehr großes Sachen, also ein sehr wichtiges. Ja? Ja. Ist ja eigentlich... Und bin ich im Kampf... Ja? Bitte? Nein, erzähl. Im Kampfsport, also ich reinkomme, also... Da habe ich weitergemacht, irgendwann mal, die Leute haben mir gesagt, ja, du hast den Talent, du kannst weiterschaffen. Habe ich auch den Kampfsport gelebt und weitergemacht. Ja, das ist ja eigentlich was Gutes. Man hört ja öfter von vielen zum Beispiel, wo die Familie einen gar nicht unterstützt. Weil die dann sagen, ja, das ist ja brutal und so weiter. Ist ja eigentlich was Gutes, wenn man dann die Unterstützung hat. Ja, vielleicht von daher, dass ich sag mal so, von meiner Familie, so, also von Ausland und so, ausländische Eltern, sage ich mal, die wollen das so selbstverteidigen, dass die Kinder ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, so sage ich mal. Natürlich. Wie siehst du deine Zukunft? Also würdest du sagen, du bestreitest jetzt noch einige Kämpfe bei Wheel of MMA, vielleicht irgendwann auch Richtung Titelfight? Und wo siehst du dein Ziel? Also was ist dein Ziel, wenn du denkst, wo stehst du in 5 Jahren in diesem Sport? Boah, das ist eine gute Frage. In 5 Jahren weiß man nie, aber ich für mich, also Sportler, so wie ich trainiere, so wie ich jetzt, sag ich mal so, alles gebe von meiner Seite und ich denke mal, in Zukunft sehe ich schon vieles und kann ich vieles schaffen oder ich weiß nicht, wie ich das zusammen fassen, aber wie gesagt, eine große Zukunft. Ja, ist doch wichtig auch, Ziele zu haben, finde ich auch gut. Und dann würde ich zur Schlussfrage kommen. Was ist deine Botschaft an deinen Gegner? Ich habe ein bisschen geschaut, aber ich bereite mich vor alles vor und ich werde Rallye sein. Okay, alles klar. Also, 2. Oktober, We Love MMA in Nürnberg. Abdulgaha Tajik wird kämpfen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch gerne. Eine gute Vorbereitung und das Schlusswort, das gehört dir. Danke, ich danke euch. Ich danke das ganze Team We Love MMA und bis dann, 2.10.